Heute reden wir mal über gebrauchte Slicks, deren Eigenschaften und ob denn das überhaupt zu empfehlen ist. Viel Spaß im Video. Viele von euch schreiben mir immer, Matthias, hey, ist denn das überhaupt okay, gebrauchte Slicks zu kaufen, auf was muss ich denn achten und so weiter und so fort. Grundsätzlich gleich mal vorweg, ich empfehle nie, never ever, gebrauchte Slicks zu kaufen. Das ist ein Problem, das ist immer eine Katze im Sack, hat folgenden Grund. Es gibt aber trotz alledem, die sich jetzt nicht belehren lassen, welche, und für die sage ich jetzt ein paar Tipps, wenn Sie dann schon gebrauchte Reifen kaufen, was Sie eigentlich nicht sollten, dann bitte unter folgenden Voraussetzungen. Es ist natürlich so, viele Hobbyfahrer verkaufen ihre relativ noch gut gebrauchten Slicks, die jetzt vielleicht nicht mehr für die beste Rundenzeit gehen, in eBay Kleinanzeigen oder im Internet oder wo auch immer. Und das ist natürlich verlockend für den einen oder anderen Einsteiger, hier einen Satz Slicks für 50, 80, 100 Euro zu ergattern. Und ich sage euch jetzt gleich, was da so gefährlich dran ist. Es ist grundsätzlich so, dass ein gebrauchter Reifen ist immer eine Katze im Sack. Du weißt nie, was mit dem Reifen los ist, du weißt nie, was hat der schon erlebt, hat der vielleicht ein Problem mal gehabt. Und auch ich selbst habe meine eigenen Gebrauchten, die ich eigentlich von neu weggefahren habe, teilweise schon mit noch mehr Profil teilweise weggeschmissen und habe auch bewusst draufgeschrieben, defekt, weil die einfach teilweise nicht mehr diesen Grip hatten, den er normalerweise in diesem Verschleißbild noch gehabt hätte. Zum Thema Verschleiß und Reifenbild habe ich ein extra Video gemacht, müsste jetzt normalerweise hier angezeigt werden. So, und was mache ich mit dem Reifen? Da schreibe ich ganz drauf, ganz groß drauf, defekt. Weil wenn jetzt jemand hergeht und sieht da hier die Löcher, oh, da ist noch gut Fleisch drauf, super, spannt den auf, freut sich und hat in der zweiten Kurve einen Highsider, weil ich den Reifen nicht gekennzeichnet habe, ist natürlich ein Problem. So, dann gibt es natürlich auch Hersteller unterschiedliche Eigenschaften. Ich habe jetzt hier einen Bridgestone, ich fahre ja immer Bridgestone, wie ihr wisst. Beim Bridgestone ist es so, die kannst du in der Regel ziemlich weit nach unten fahren. Also du kannst so weit runterfahren, dass die Löcher eigentlich hier teilweise weg sind und das funktioniert wirklich lange gut. Somit, wenn man einen gebrauchten Reifen nimmt, dann würde ich eher den Bridgestone empfehlen, weil der wirklich gefahren werden kann, theoretisch, bis die Löcher fast weg sind. Beim Pirelli zum Beispiel ist es anders. Der Pirelli ist ein High-Performance-Reifen, wirklich ein guter High-Performance-Reifen, der die ersten Runden viel mehr Grip bietet als ein Bridgestone. Viel mehr, also ein bisschen mehr so ein Overgrip, den wir alle nicht brauchen, auch ich nicht. Der hat aber den Nachteil, dass er relativ früh abbaut und auch wenn man die Löcher noch gut, die Indikatoren noch gut erkennt, dann ist der schon nicht mehr gut. Das heißt, ich würde nie, wenn ich schon gebrauchte Reifen kaufe, nie einen Pirelli kaufen, weil das relativ schnell nach hinten losgehen kann und naja, du weißt eh. Wenn dann aber, ist auf der Hinterachse immer noch einfacher wie auf der Vorderachse, weil die Vorderachse, wenn mal rutscht, ist es wirklich halt fatal, dann liegt man in der Regel auf der Nase. Die Hinterachse können viele kontrollieren, also auch viele Hobbyfahrer können das. Na, da hat man mal einen leichten Rutscher und sagt, oh, was ist denn hier? Vielleicht vertraue ich dem Reifen doch nicht mehr so ganz. Ich fahre mal raus und tue den runter. Kann aber trotzdem nach hinten losgehen. Beim Vorderreifen ist es halt so, na, der ist halt schneller weg, als man schaut. Und beim Vorderreifen ist auch das Problem, die schauen noch meistens sehr gut aus, weil die Profiltiefe nicht abgenutzt wird, sondern die werden eher hart. Da habe ich auch schon mehrere Videos dazu gemacht. Die härten einfach aus durch das ewige Aufheizen, Abkühlen und somit härten die eher aus, bevor dass sie überhaupt am Profil verlieren. Deswegen ist der Vorderreifen extrem tückisch und ich würde auf keinen Fall nie im Leben einen gebrauchten Vorderreifen von jemandem rauftun, den ich nicht kenne. Das würde ich nie machen. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Der Sturz kostet mehr als der neue Vorderreifen. So, natürlich ist es also so, an diejenigen, die jetzt aber hergehen und sagen, aber ich fahre gebrauchte Slicks, ich kann mir das sonst nicht leisten, ich verstehe das, aber unter folgenden Voraussetzungen bitte, wenn dann nur das Hinterrad und wenn dann nur ein Bridgestone oder ein Dunlop, wo man die Indikatoren noch gut erkennt und im besten Falle nicht in eBay kaufen, sondern von einem guten Freund, wo man weiß, hey, der fährt richtig schnelle Rundenzeiten und der tut den Hinterreifen einfach nach 20 Runden weg und der hat erst ein oder zwei Aufheizphasen drin. Das ist auch ein Thema, du weißt ja nie, wenn du einen gebrauchten Reifen kaufst,
Wie oft wurde der aufgeheizt? Wie wurde er gelagert? Wurde er mal rumgeworfen? Werfen ist ein Riesenthema, vor allem wenn es kalt ist. Da sind die Slicks sehr empfindlich. Da können die richtig brechen. Ich habe da teilweise schon richtig gebrochene, die schauen aus, wie wenn Glas gebrochen wäre. So können Slicks aussehen, wenn die geworfen werden. Muss man extrem aufpassen. Und ein nächster Faktor, den ich noch kurz angehen möchte, wenn ihr einen gebrauchten Slick auch von einem Freund nehmt, ihr wisst nicht, wer den abmontiert hat, vielleicht von dem Veranstalter, und beim Abmontieren kann bei so einem Reifen ganz gerne auf der Innenseite, ich zeige es hier nochmal in einer B-Roll, auf der Innenseite können die gern aufreißen. Und das sieht man von außen nicht, der sieht von außen super toll aus und hat ein schönes Bild und hat noch schön Fleisch drauf und ist erst zweimal aufgeheizt oder so, aber der kann hier innen aufgerissen sein durch das Abmontieren, weil die, vor allem die Bridgestones relativ steif sind und sich der Monteur teilweise ein bisschen schwer tut, die abzumontieren, und da muss er teilweise auch mal, denkt sich so, ja, ist eh ein alter Reifen, den schmeißen wir sowieso weg. Und genau da ist das Problem, wenn das der Fall ist, dann kann das natürlich ein Himmelfahrtskommando sein, wenn du mit 300 km/h über die Stadt Sil vom Slowakiering fährst und dann dein Hinterreifen explodiert. Alles in allem, ich sage es aber wirklich nochmal, ich weiß, es gibt ein paar, die kaufen trotzdem gebrauchte Slicks, gebrauchte Reifen, macht's das nicht. Ne? Macht's das wirklich nicht, ihr wisst nicht, was mit dem Reifen war, ihr wisst nicht, wie oft er aufgeheizt worden ist, wie er montiert worden ist, abmontiert, lauter solche Sachen. Das ist einfach ein Riesenthema, das ist immer eine Katze im Sack. Vor allem ein Fahrer, der noch nicht so erfahren ist und auch mal einen Hinterradrutscher nicht gleich kontrollieren kann, dann ist es tatsächlich ein Problem. Ich gehe halt bei mir her, ich nehme teilweise immer meine eigenen gebrauchten Reifen, ich habe halt meine Renn-R1, wo ich Rundenzeiten versuche damit zu fahren, und dann kommen die dann nach 10, 20 Runden runter und dann hebe ich mir die auf für die Instruktion, weil da weiß ich halt, okay, ich kann da dann damit umgehen, kann dem Reifen schon mal 120 Runden rauffahren, das geht, mit geringen Rundenzeiten geht das, aber da ist natürlich schon so, dass da nicht die maximale Schräglage mehr möglich ist und dass man da, wenn man da mal ans Gas geht, schon mal sich das Heck eindrehen kann. Von dem her immer mit Vorsicht zu genießen, so einen Reifen gebraucht zu kaufen. Vor allem tolle Angebote auf eBay Kleinanzeigen und so. Ich weiß, das ist verlockend. Und ich hätte da hinten im Reifenregal bestimmt 40 gebrauchte Hinterräder, da wo sich jetzt alle von euch die Hände die Hände reißen würden. Aber ich verkaufe die einfach nicht, weil ich nicht will, dass ich verantwortlich bin dafür, dass du gestürzt bist, weil der Reifen vielleicht einfach nicht mehr so gut war, wie er hätte sein sollen. Und speziell auch die Auf- und Abkühlphasen spielen eine sehr große Rolle für die Eigenschaft des Reifens, wie viel Grip das er hat und so weiter. Von dem her, lieber ein bisschen investieren, kauft euch einen neuen Satz, die Bridgestones sind eh günstig, da hast du von einem Satz hast du wirklich viel für das, was er kostet, im Verhältnis zu anderen Reifen. Deswegen fahre ich die auch, weil die halt günstig sind und gut sind, also das ist jetzt kein schlechter Reifen, nur weil er günstig ist. Im Gegenteil, der Preis-Leistung ist einfach genial. Und das Problem ist einfach, der Sturz kostet so viel mehr. Und selbst wenn er harmlos ist, gut, dann hast du vielleicht nur 100 Euro, 200 Euro Schaden am Moped. Aber dir kann halt auch was passieren, du kannst dich verletzen. Und das ist halt unbezahlbar im Endeffekt. Von dem her, neu ist treu, spart es an den Reifen, spart es dafür am anderen Tuning, spart es dafür an irgendwelchen Gadgets, an tollen Verkleidungen, an tollen, hast du nicht gesehen, spart es lieber da, aber spart es nicht an den Reifen, investiert es lieber in Trainings und in Reifen. Das wäre wichtiger. Der Reifen ist das Einzige, was euch mit der Straße verbindet und somit das Wichtigste am ganzen Motorrad, und dann kommt erst alles andere. Wenn man im Thema Tuning oder auch im Automotorsport, war das bei mir schon früher so, man ging immer beim Tuning von der Straße über den Reifen ins Fahrzeug hinein, somit war der Reifen der erste Ansprechpartner, spart es auf keinen Fall am Reifen. Und wenn ihr euch mal nicht mehr sicher seid, ob der noch geht, im Zweifelsfall tauschen. Ne? So viel zum Thema. Wenn man das ein bisschen lernen will mit dem schlechten Hinterreifen kontrollieren und so, dann ist Motocrossfahren immer eine gute Option, dass man das ein bisschen gewohnt, dass das Heck mal slidet und rutscht. Das kann man ein bisschen adaptieren, auch auf Superbike. Das Gute an einem schlechteren Hinterreifen, tatsächlich das Gute ist halt daran, der kommt halt früher, vor allem der Bridgestone, der kommt früher, der fängt früher an zu sliden und er ist kontrollierbarer. Beim Pirelli ist das nicht so, der hat Grip, 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 Grip und zapp, reißt ab und ist sehr schwierig zu kontrollieren im Slide, vor allem wenn er schon schlechter ist. Und der Bridgestone, der fängt irrsinnig an zu spinnen, der hat irrsinnig viel Schlupf dann, wenn er schlechter ist, und das ist halt extrem kontrollierbar. Da habe ich teilweise schon Drifts gezogen mit dem vierten Gang und ich wollte es eigentlich gar nicht, aber es war dann so cool, dass ich ihn einfach gehalten habe. Und ich denke mir dann nachdem immer, das machst du kein zweites Mal. Und jedes Mal wieder, wenn es soweit ist, dann geht's, weil es wirklich beherrschbar ist mit dem Reifen. Und
man kann da schon ein Gefühl dafür entwickeln. Aber es ist keine Aufforderung, das nachzumachen. Ich sage euch nur die Gegebenheiten. Also, passt auf mit gebrauchten Reifen. Wer es trotzdem kaufen will, Achtung auf folgende Faktoren, die ich erwähnt habe. Und weiterhin gute Fahrt. Danke fürs Video. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren. Bis zum nächsten Mal und ciao.